Dankeschön. Guten Abend. Wir kommen zum Werk zweier Bühnenpoeten, die expressiv reimen und lauthals trompeten. Harry und Jakob. Was kann uns das sagen? Ist Jakob der Lügner? Holt Harry den Wagen? Sind sie zwei Strolche wie Max und wie Moritz verbunden durch homoerotischen Vorwitz? Nein, Harry, von Harald, der Herrscher im Heere. In Norwegen steht er für geistige Lehre, den Tumbenproleten. Das heißt, er ist Sinnbild des Ungeschlachtgroben, des Manns, dem das Kind schwillt. Zum anderen der biblische Jakob. Wozu das? Er hält bei Geburt an der Pferde des Bruders, ein Halter der Pferde mit V. Ja, das ist er. Ein dichtender Schöngeist. Ästhet, kein Philister. Harry und Jakob sind Körper und Geist. Prolet und Poet, ein Konflikt, der zerreißt. Und stellt man die Buchstaben um, ja, verrührt sie, wird Harry und Jakob zu dankbar, o Jury. Was das nun bedeutet, ja. Was das nun bedeutet, wird sicherlich klar ob des kommenden Auftritts von Harry und Jakob. Ja, wunderschönen guten Abend. Das ist Harry. Das ist Jakob und zusammen sind wir ja, ja, yeah, yes, woo, Sieger-Typ. Wie schon gesagt, wir sind Siegertypen. Getreu dem Motto, es ist nur der, ein Superheld, der sich selbst für super hält. Das ist quasi so unsere Lebensmaxime, unser... Sie müssen entschuldigen, wenn ich manchmal etwas stockend spreche. Aber das hängt damit, dass wir beide es nicht gewohnt sind, eigentlich in Prosa zu sprechen. Ja, also wir leiden an einer Art seltenen Zwangsstörung, nämlich unter Reimzwang. Also es ist so, wir müssen eigentlich ständig reimen. Ja? Sobald wir ein Wort hören, fragen wir uns, was reimt sich eigentlich darauf? Ja, wie könnte ich jetzt einen Vers darauf reimen? Das passiert auch sofort. Ja? Ja, also das ist eigentlich so, wenn wir uns privat unterhalten, dann eigentlich immer nur in Reimen. Ja, wir können ja vielleicht auch mal das so demonstrieren, dass Sie mal so einen Eindruck genau davon bekommen, wie das sich bei uns so anhört. Bräuchten wir jetzt noch von Ihnen ein Thema? Über welches Thema sollten wir uns denn mal unterhalten? Kabarett. Was war das? Kabarett. Kabarett, Frauen. Staatsverschuldung. Was war das? Staatsverschuldung. Das finde ich gut. Wir versuchen mal das Thema Frauen und Staatsverschuldung miteinander zu verknüpfen. Ja, Harry, wir wollen mal auf ein Thema schauen. Das sind einerseits die Frauen. Ja, und ein Thema mit viel weniger Duldung, nämlich natürlich die Staatsverschuldung. Ja, beides hat einen schönen Klang, doch gibt's da einen Zusammenhang? Nun ja, nun sagen wir mal so, also hier jetzt mit ganz viel Niveau, auch Frauen gehen öfter was kaufen, wenn sie durch die City laufen. Ja, und dann muss man sich sehr gedulden, so ähnlich wie oft bei den Schulden. Ja, weil die dann immer weiter wachsen, nicht wahr? Die treiben bunte Faxen und nachher sagt jeder so einen Scheiß, davon ich ja gar nichts weiß. Ja, mit den Steuern, da so eine Verplanung. Ja, wir Politiker, wir hatten keine Ahnung, nicht? Das Geld, das hatte so seinen Zweck und ja, auf einmal war es weg. Ja, das stimmt. Das ist schon ganz schön schwer und Schulden werden immer mehr, im Gegensatz ja zu den Frauen, die sich oftmals gar nicht trauen, so viele Schulden ja zu machen. Denn die Schulden, diese Sachen sind ja meistens eher von Männern. Die halten sich dann so für Kenner und sagen, später haben wir Glück, dann zahlen wir das mal zurück. Vielleicht wäre es in Anbetracht der Sache ganz gut, wenn die Macht in Zukunft mehr bei Frauen wäre. Tja, die könnten die Männer da beim Sparen toppen, die gehen ja schließlich auch mehr shoppen. Ja, und ich muss sagen, ganz genau, ich stehe mehr auf eine Frau als auf die Schulden an meiner Seite, auf das die Frau mich gern begleite. Und selbst, ja, wie ist das so bei dir, ist unter ja, diesen Frauen hier? Durchaus hier, ja, ich finde das auch sehr okay. Zu Frauen, da sage ich niemals nee. Ja, dann...
das könnte jetzt endlos so weitergehen. Das sollte nur so ein kleiner Eindruck mal sein, wie das bei uns so normalerweise im Alltag läuft. Aber jetzt bemühen wir uns natürlich, für Sie auch mal ein bisschen in Prosa zu sprechen. Ja, und wir erklären einfach, nicht wahr? Wir haben uns natürlich auch der hohen Dichtkunst gewidmet und auch großen Vorbildern, nicht wahr? Also wir wollten uns da auch wirklich an den Klassikern der Literatur orientieren. Ja, vor allem natürlich an den zwei ganz großen Klassikern der Dichtung, Johann Wolfgang von Goethe und Wolfgang Amadeus Schiller. Die kennen Sie alle, und ich weiß nur nicht, ob Sie das wussten, dass tatsächlich vor vielen Jahren diese beiden großen Dichter sich einmal einen Dichterwettstreit geliefert haben. Sie haben sich sozusagen neudeutsch ein Battle geliefert oder auch Poetry Slam. Und das Tolle ist, wir konnten von diesem Aufeinandertreffen von Goethe und Schiller tatsächlich einen Live-Mitschnitt auftreiben. Und ich würde sagen, den behalten wir Ihnen nicht vor. Deswegen Ton ab. Ja, hallo erstmal und schönen guten Tag. Wie einst Wolfram von Eschenbach und Walter von der Vogelweide stritten im ersten Dichterstreite, so ähnlich ist auch heute im Grunde. Wir berichten von der zweiten Runde. Im Dichterstreit Mann gegen Mann sind heute Goethe und Schiller dran. Ja, und Goethe sagte ja schon im Geheimen, er könnt im Grunde besser reimen. Doch auch Schiller hat schon angekündigt, dass er Goethe heut entmündigt. Man darf gespannt sein, wenn die Großen heute aufeinander stoßen. Wer kommt heute in größere Nöte? Ist es Schiller? Ist es Goethe? Nun, der Gegner ist für beide widrig, für Johann Wolfgang und für Friedrich. Und wir berichten live davon. Ja, und da beginnt es schon. Und herein, mit bedächtigem Schritt, Wolfgang von Goethe tritt. Und er sieht sich stumm ringsum. Da öffnet sich behend ein zweites Tor. Daraus rennt Friedrich Schiller hervor. Goethe scheint zu erschauern, Schiller scheint noch zu lauern. Jetzt hat er Goethe erschaut und er brüllt laut. Wer? Mann, der hat vielleicht ein Organ, dieser Schiller. Wenn der erst einmal loslegt, sag ich... Wer wagt es? Rettersmann oder knapp, gegen mich macht jeder schlapp. Ich schleuder, gewährt mir die Bitte, diesen Vers euch direkt in die Mitte von eurem verdutzten Gesichte. Und dann nehmt noch diese Gedichte. Und so prügelt Schiller hundsgemein mit 10 Balladen auf Goethe ein. Der merkt, die Absicht ist verstimmt, was Schiller kurz zur Kenntnis nimmt. Dann rammt er ihm den Wallenstein mitten auf den Gallenstein. Oh! Da steht er nun, der arme Tor, und kommt uns schwer getroffen vor. Es scheint fast, als ob unser Held im Innersten zusammenfällt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, hört er schon Schillers Glocke läuten? Wird er, ja, darf er es wagen, zum Geleit auch ihm was vorzutragen? Über allen Gipfeln ist Ruh. Warte nur. Bald ruhst auch du. Ja, so leicht schlägt man Goethe nicht. Er rammt den Faust... ihm ins Gesicht. Jetzt reimt er ihm das Hirn zu Brei mit 20 Akten aus Faust 2. Friedrich Schiller keucht und zuckt. Er hat am Gretchen sich verschluckt. Da zückt Goethe Iphigenie. Das ist genau diejenige, mit der er Schiller, dass es kracht, vor aller Welt zur Minna macht. Aber die Minna ist doch von Lessing. Ist doch scheißegal. Dann tritt er ihm noch blitzeschnell in seinen kleinen Wilhelm Tell, oh. Böses Faul. Der Kampf wird härter. Die Leiden des jungen Werther sind nichts gegen diese Geschichte. Jetzt hagelt es Naturgedichte, das stürmt und donnert, blitzt und kracht. Welch eine Wortgewalt geschlacht, sie reimen, deklamieren, schreien blindwütig aufeinander ein. Ja, beeindruckend, wie diese Recken sich hochpoetisch niederstrecken, wie sie es ganz ohne Waffen nur mit ihren Worten schaffen, den Gegner kurz und klein zu dichten, ihn poetisch zu vernichten. Ja! Wann fällt der Weisheit letzter Schuss? Wann redet hier der erste Stuss? Mir scheint, als wird es Goethe bang. Vor lauter Sturm spürt er einen Drang. Doch auch Schiller spürt ein menschlich Regen. Beide schauen leicht verlegen. Doch keiner gibt den Kampf verloren. Schweiß rinnt schon aus allen Poren. Sie hauen weiter unverfroren. Sich Meisterwerke um die Ohren. Tja. Was soll man da noch sagen? Sie kämpfen jetzt seit fast 3 Tagen. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da wird es Zeit, mal umzuschalten. Ja, die Kunst ist lang, die Zeit wird knapp. Ich denk, wir geben erst mal ab. Sapp! Und
Wie heißt es, wenn der Stier gegen den Torero gewinnt? Musik. Wir haben jetzt das schon ab und zu erwähnt, also wir sind Siegertypen. Ja, und ich sehe aber doch noch ein paar zweifelnde Gesichter hier im Publikum und Sie fragen natürlich völlig zu Recht, was macht uns denn eigentlich zu Siegertypen? Ja, und die Antwort darauf sind vor allem vier Schlüsselqualifikationen. Ja. Erstens, Teamfähigkeit. Wir beide sind ein Team und diese Tatsache beweist, dass wir teamfähig sind. Ist ja klar, was das heißt. Einfach Teamfähigkeit, da braucht man gar nicht lang fragen. Es bedeutet, ich lasse Harry auch manchmal was sagen. Der zweite wichtige Punkt. Die zweite wichtige Schlüsselqualifikation ist natürlich Empathie. Du bist ganz schön nervös. Was? Ich fühle mich in dich ein. Ja, muss das denn ausgerechnet jetzt hier sein? Ah, jetzt fühle ich Zweifel und Aggression. Und ich fühle bei dir? Ja, ich fühle es schon. Dass du dich in mich einfühlst. Ja, und ich fühle mich ein in dein Einfühlen in mich beim Einfühlen. Nein, ich fühle mich ein in dein Einfühlen in mein Einfühlen in dich. Ja, und ich mich in dich, in mich, in dich, in mich. Und bei dir spüre ich Skepsis. Ja, er ist nicht so heiter. Du fragst dich, wann geht es hier endlich weiter? Ja. Und das ist eine gute Frage und die Antwort lautet genau jetzt, denn jetzt kommen wir zur dritten Schlüsselqualifikation, Kritikfähigkeit. Kritikfähigkeit ist sehr wichtig im Leben, Kritik anzunehmen und Kritik zu geben. Zum Beispiel meine Kritik an dir ist, dass du nicht so richtig kritikfähig bist. Wie, was soll das heißen? Was redest du da? Ich bin ja wohl kritikfähiger, ist doch klar. Aber zumindest kritikfähiger als du. Also da habe ich eine andere Meinung dazu. Damit die Kritik dann nicht in Gewalt endet, ist es ganz wichtig, dass man Ich-Botschaften sendet. Sagt er, du bist scheiße. Dann sage ich, nee. Sagt er, ich finde dich scheiße. Dann ist das okay. Und die letzte Schlüsselqualifikation ist natürlich Kooperationsfähigkeit. Wir kooperieren. Ich mach dies. Ich mach das. Und dann machen wir es zusammen. Und dann macht das Riesenspaß. Und dann kommt da was bei raus. Und dann sieht das super aus. Und am Schluss mache ich bei Harry noch die Öhrchen einer Maus. Ja, Sie fragen sich jetzt natürlich alle, wie kann auch ich zu so einem Siegertypen werden? Und deswegen haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet. Besuchen Sie unseren Sieger-Workshop. Darin zeigen wir Ihnen, wie Sie zu echten Siegertypen werden können. Erlernen Sie für jede Lebenslage die passende Siegerpose. Stehen Sie morgens auf mit einem Ja! Feiern Sie Ihren Kaffee mit einem Yeah! Begrüßen Sie Ihren Partner mit einem Yes! Und motivieren Sie Ihre Kinder mit einem Woo! Doch auch für die Arbeitswelt erlernen Sie bei uns die passenden Siegertools. Zeigen Sie Ihren Kollegen und Kunden Ihre Leistungsfähigkeit, wenn Sie zum Beispiel mal wieder erfolgreich etwas ausgedruckt haben, mit dem sogenannten Gauk. Sie werden sofort spüren, wie Ihre natürliche Autorität schlagartig zunimmt. Ja, und auch für den Freizeitbereich haben wir elegante Siegerposen entwickelt. Zum Beispiel für die Herren auf dem Golfplatz. Eingelocht! Ja, oder für die Damen bei einer Kulturveranstaltung. Ah, Justin! Ja, all das und mehr lernen Sie in unserem Siegerworkshop. Und nun schon einmal ein kleiner Vorgeschmack für Sie zum Mitmachen und mit nach Hause nehmen. Bitte heben Sie nun die Faust der rechten Hand. Ja, damit sind auch Sie hier im Saal gemeint und natürlich auch alle Zuschauer. Einmal die Faust heben. Ja, in der ersten Reihe, das ist das Ding, was da am Arm dran ist. Genau, sehr gut. Und nun einfach den Daumen in die Höhe strecken und langsam vor und zurück bewegen. Und schon haben Sie den sogenannten Schumi-Daumen. Ja.
Und als Steigerung gleich noch oben drauf der doppelte Schumi-Daumen. Spüren Sie schon, wie die Siegermentalität sich in Ihnen ausbreitet? Und das ist erst der Anfang. Von hier ist es nicht mehr weit bis zur absoluten Königsdisziplin, dem ekstatischen Jubelschrei. Ja! Also, ja! Zögern Sie nicht länger, sondern rufen Sie uns an und sichern Sie sich einen Platz in unserem Ja, Yeah, Yes, Woo! Sieger-Workshop. Vielen Dank. Und wir werden natürlich auch immer wieder gefragt, dauert das eigentlich lange, so einen Text, so ein Gedicht zu schreiben? Und die Antwort darauf lautet, nee, das geht ganz schnell. Ja, das stimmt. Deswegen wollen wir Sie jetzt einmal an so einem Entstehungsprozess teilhaben lassen. Das heißt, wir werden jetzt spontan einen Text für Sie improvisieren. Und dafür brauchen wir natürlich etwas von Ihnen, und zwar nicht nur ein Wort. Nicht zwei Wörter, sondern einen ganzen Satz. Ja, da ist betretene Stille hier im Raum, das verstehe ich gut. Das ist natürlich schon eine anspruchsvolle Anforderung, gerade in Zeiten, wo ganze Sätze immer seltener benutzt werden. Aber ich bin sicher, der eine oder die andere von Ihnen hat vielleicht im Laufe des Tages schon mal einen Satz benutzt. Und dann könnten Sie uns auch gerne diesen Satz zurufen. Also wir nehmen auch gebrauchte Sätze, wir recyceln die dann sozusagen. Das ist auch total ökologisch. Also rufen Sie uns bitte irgendeinen Satz jetzt zu. Paula, der Kaffee ist alle. Ein sehr schöner Satz, vielen Dank. Das ist schon Poesie. Ja, dann mal einen Applaus für den mutigen Herrn da hinten. Ja, und dann bräuchten wir aber dazu auch noch zwei Wörter. Noch von zwei. Die anderen. Gar nichts damit zu tun haben. Bratapfelkuchen. Bratapfelkuchen. Fußball. Und Fußball. Okay. Also nochmal zusammengefasst: Paula, der Kaffee ist alle. Paula, der Kaffee ist alle. Bratapfelkuchen und Fußball. Okay. Jetzt also viel Spaß bei unserem Text. Paula, der Kaffee ist alle. Paula, du, ich sag nanu, etwas ist los, ja, es ist groß. Ich stehe da mit betretener Miene, vor mir ist eine Maschine. Eine Maschine mit Zahnrädern, die sich drehen, ja, Winden, die dadurch durchwehen. Auf dem Display kleine Zahlen drinnen, ein Gerät zum Malen. Doch ich sehe der Kaffee, oh nee, oh nee, oh nee. Ich stehe hier ganz, ganz, ganz allein und schau in die Maschine rein und sehe nichts. Nur Vakuum, verdammt, das ist doch echt zu dumm. Das wirklich, ja, das ist ja schlimm. Ich erzürne, ja, bin voller Grimm. Ich bin ganz vor Zorn schon blass. Ich zittere und es ist krass. Ja, ich raste vor Ort aus. Ich rufe laut vor Saus und Braus. Ich rufe es und es hören alle. Paula! Der Kaffee ist alle! Ja, Paula, der Kaffee ist alle! Was machen wir denn? Ich glaub, du hast einen Knalle. Ich trinke doch den ganzen Tag Kaffee und jetzt weißt du doch, oh je, Minui, du weißt es doch, wie wir uns damals trafen. Ich bin den ganzen Tag immer eingeschlafen ohne Kaffee. Ja, da läuft bei mir nichts, überhaupt nichts. Nein, da bin ich nicht so fix und ich brauch was dazu, da muss man nicht lang suchen. Und zwar ein Stück Bratapfelkuchen! Yo, Bratapfelkuchen, das ist, was ich will. Ja, ich hab nämlich die besten Bratapfelkuchen-Skills, ja. Doch ihr seht es ein, ohne Kaffee ist so ein Kuchen nicht so fein. Ich meine, so ein Kuchen, da gehört doch Kaffee dazu. Und deswegen bitte, Paula, hol den Kaffee im Nu. Bring den Kaffee mir her, ich will davon immer mehr. Und dann auf einmal steht sie in der Türe und ich schreie, yeah, sie hat es geschafft, sie hat Kaffee gebracht, sie hat ihn in der Hand. Es raubt mir den Verstand, das ist ja allerhand. Ich kriege fast einen Knall, ich jubele wie bei einem Tor beim Fußball. Ja, es ist jetzt tatsächlich schon so weit, dass wir zum Ende kommen von unserem
kleinen Programm. Ja, es ist schade, es ist bitter und es ist ja so im Leben, wenn etwas zu Ende geht, wenn es heißt, Abschied zu nehmen, dann hört man immer wieder zwei Worte. Zwei Worte, die oft schwer sind, sie über die Lippen zu bringen, die oft auch schmerzhafte Folgen haben. Und diese Worte will auch ich nun sprechen. Zahlen, bitte. 1, 2, 7. Hört ihr das? 5. Hört ihr das auch, dieses Zählen? 8. Dieses unentwegte Herunterrattern simpler Zahlen ohne jeden Zusammenhang? 9. Ich werde noch wahnsinnig davon. Erst war es nur 2 bis 3 Mal am Tag, aber dann wurde es immer mehr. Und es brachte mich völlig durch. 16. Diese Stimme, die immer genau dann einsetzte, wenn ich es am wenigsten brauchen konnte und mich an meinem Verstand füllen ließ. Ich konnte 9 geben, so viel ich wollte. Irgendwann 11 sie sich doch wieder in meine Gedanken. Ich versuchte, sie loszuwerden, aber es gelang mir einfach 6. Mir reichte es. Dieser 8 Tick. Am liebsten wollte ich 5, aber das war ja auch keine 46. Ich habe alles Mögliche versucht. 3, 7, 18. Aber nichts hat geholfen. Ich bin zum 4 gegangen, habe 5 geschluckt und mich 4007 lassen. Ich wurde wahnsinnig. Stellt euch das doch 11 immer zu Zahlen. 9. Und wenn ich etwas sagte, rutschten mir immer 12 Zahlen dazwischen. Diese 3 verfolgten mich und über 14 einfach 20. Ich konnte 7 wann meine 3 Gedanken 15 mehr ver 29 weil ich 5 zu nur 13 teuflischen 1 3 hör, 6 8 war wird 2 kein ver 19 ich 15 und 6 37 ab 7 9 5 ich 1 5 8 töten. Ich habe eine ganze Nacht durchgewacht und habe gedacht, was macht man gegen die Allmacht der Zahlenpracht? Und dann, ganz sacht, kam mir ein Verdacht. 8. Zahlen und Worte sind 1. Also suchte ich ab jetzt die Gemeinsamkeiten von Zahlen und Wörtern. Ich setzte Ersatz 2 Zahlen für einzelne Silben ein. Ich entwickelte nichts weiter als eine einzigartige Sprache, die Zukunft 2 sind ist. Ich wagte den Husarenstreich einer mit Zahlen choreografierten Sprache. Dreist staffierte ich die Sprache aus und strebte so vom Erdreich zum 4. Moment. Ich hörte einfach auf, 5 Frage zu stellen, ob das 6 Experiment gelingen würde. Auf inflationäre Weise stieg mein 6 Appeal. Ich kann jetzt keine Formulierung mehr ver 7. Es ist eine Prill. 8. Ich will auch gar nicht mehr ohne Zahlen leben. Das würde ja auch gar nicht funktionieren. Stellen Sie sich doch vor, ich würde vorschlagen, gemeinsam etwas zu unternehmen. Im Auto rufe ich, da die Abgung. Und keiner versteht mich. Ich würde doch von allen missachtet, wäre voller Selbstzweifel und fühlte mich wie ein Idler. Da würden doch alle Vereinsmeier denken, bei mir piept's. Ich muss sagen, ich bin unendlich froh, nicht mehr ganz 2000 am Rande der Gesellschaft zu stehen, sondern hier. Mitten unter euch von der Wurzel aus Achtbarkeit und Respekt genährt zu werden. 1 kann ich 2 zweifelsfrei sagen. Der Wort 3 zu motiviert mich auf 5 vorstellbare Weise ganz extrem. 7 neiden mich zurecht. Gute 8 bis zum 9 Tag auf Wieder.
C. Dankeschön. Ja. Hanni Kissner, Jakob Macken. Guten Abend, Hanni und Jakob. Kinsler und Jakob Nacken, die Siegertypen. Dankeschön. Guten Abend. Wir kommen zum Werk zweier Bühnenpoeten, die expressiv reimen und lauthalstrompeten. Harry und Jakob. Was kann uns das sagen? Ist Jakob der Lügner? Holt Harry den Wagen? Sind sie zwei Strolche wie Max und wie Moritz verbunden durch homoerotischen Vorwitz? Nein, Harry, von Harald, der Herrscher im Heere. In Norwegen steht er für geistige Lehre, den Tumbenproleten. Das heißt, er ist Sinnbild des Ungeschlachtgroben, des Manns, den das Kind schwillt. Zum anderen der biblische Jakob. Wozu das? Er hält bei Geburt an der Pferde des Bruders, ein Halter der Pferde mit V. Ja, das ist er. Ein dichtender Schöngeist. Ästhet, kein Philister. Harry und Jakob sind Körper und Geist. Prolet und Poet, ein Konflikt, der zerreißt. Und stellt man die Buchstaben um, ja, verrührt sie, wird Harry und Jakob zu dankbar, o Jury. Was das nun bedeutet, ja. Was das nun bedeutet, wird sicherlich klar ob des kommenden Auftritts von Harry und Jakob. Ja, wunderschönen guten Abend. Das ist Harry. Das ist Jakob und zusammen sind wir ja, ja, yeah, yes, woo, Siegertyp. Wie schon gesagt, wir sind Siegertypen. Getreu dem Motto, es ist nur der, ein Superheld, der sich selbst für super hält. Das ist quasi so unsere Lebensmaxime, unser Sie müssen entschuldigen, wenn ich manchmal etwas stockend spreche, aber das hängt damit, dass wir beide es nicht gewohnt sind, eigentlich in Prosa zu sprechen. Ja, also wir leiden an einer Art seltenen Zwangsstörung, nämlich unter Reimzwang. Also es ist so, wir müssen eigentlich ständig reimen. Ja? Sobald wir ein Wort hören, fragen wir uns, was reimt sich eigentlich darauf? Ja, wie könnte ich jetzt einen Vers darauf reimen? Das passiert auch sofort. Ja? Ja, also das ist eigentlich so, wenn wir uns privat unterhalten, dann eigentlich immer nur in Reimen. Ja, wir können ja vielleicht auch mal das so demonstrieren, dass Sie mal so einen Eindruck davon bekommen, wie das sich bei uns so anhört. Bräuchten wir jetzt nur von Ihnen ein Thema? Über welches Thema sollten wir uns denn mal unterhalten? Kabarett. Was war das? Kabarett. Kabarett, Frauen. Staatsverschuldung. Was war das? Staatsverschuldung. Das finde ich gut. Wir versuchen mal das Thema Frauen und Staatsverschuldung miteinander zu verknüpfen. Ja, Harry, wir wollen mal auf ein Thema schauen. Das sind einerseits die Frauen. Ja, und ein Thema mit viel weniger Duldung, nämlich natürlich die Staatsverschuldung. Ja, beides hat einen schönen Klang, doch gibt's da einen Zusammenhang? Nun ja, nun sagen wir mal so, also hier jetzt mit ganz viel Niveau, auch Frauen gehen öfter was kaufen, wenn sie durch die City laufen. Ja, und dann muss man sich sehr gedulden, so ähnlich wie oft bei den Schulden. Ja, weil die dann immer weiter wachsen, nicht wahr? Die treiben bunte Faxen und nachher sagt jeder so einen Scheiß, davon ich ja gar nichts weiß. Ja, mit den Steuern, da so eine Verplanung. Ja, wir Politiker, wir hatten keine Ahnung, nicht? Das Geld, das hatte so seinen Zweck und ja, auf einmal war es weg. Ja, das stimmt.
Das ist schon ganz schön schwer und Schulden werden immer mehr, im Gegensatz ja zu den Frauen, die sich oftmals gar nicht trauen, so viele Schulden ja zu machen. Denn die Schulden, diese Sachen sind ja meistens eher von Männern. Die halten sich dann so für Kenner und sagen, später haben wir Glück, dann zahlen wir das mal zurück. Vielleicht wäre es in Anbetracht der Sache ganz gut, wenn die Macht in Zukunft mehr bei Frauen wäre. Ja, die könnten die Männer da beim Sparen toppen, die gehen ja schließlich auch mehr shoppen. Ja, und ich muss sagen, ganz genau, ich stehe mehr auf eine Frau als auf die Schulden an meiner Seite, auf das die Frau mich gern begleite. Und selbst, ja. Wie ist das so bei dir, ist unter den Frauen hier? Durchaus hier, ja, ich finde das auch sehr okay. Zu Frauen, da sage ich niemals nee. Ja, dann... Das könnte jetzt endlos so weitergehen, das sollte nur so ein kleiner Eindruck mal sein, wie das bei uns so normalerweise im Alltag läuft. Aber jetzt bemühen wir uns natürlich für Sie auch mal ein bisschen in Prosa zu sprechen. Ja, und wir erklären einfach, nicht wahr, wir haben uns natürlich auch der hohen Dichtkunst gewidmet und auch großen Vorbildern, nicht wahr? Also wir wollten uns da auch wirklich an den Klassikern der Literatur orientieren. Ja, vor allem natürlich an den zwei ganz großen Klassikern der Dichtung, Johann Wolfgang von Goethe und Wolfgang Amadeus Schiller. Die kennen Sie alle und ich weiß nur nicht, ob Sie das wussten, dass tatsächlich vor vielen Jahren diese beiden großen Dichter sich einmal einen Dichterwettstreit geliefert haben. Sie haben sich sozusagen neudeutsch ein Battle geliefert oder auch Poetry Slam. Und das Tolle ist, wir konnten von diesem Aufeinandertreffen von Goethe und Schiller tatsächlich einen Live-Mitschnitt auftreiben. Und ich würde sagen, den behalten wir Ihnen nicht vor. Deswegen Ton ab. Ja, hallo erstmal und schönen guten Tag. Wie einst Wolfram von Eschenbach und Walter von der Vogelweide stritten im ersten Dichterstreite, so ähnlich ist auch heute im Grunde, wir berichten von der zweiten Runde. Im Dichterstreit Mann gegen Mann sind heute Goethe und Schiller dran. Ja, und Goethe sagte ja schon im Geheimen, er könnt im Grunde besser reimen. Doch auch Schiller hat schon angekündigt, dass er Goethe heut entmündigt. Man darf gespannt sein, wenn die Großen heute aufeinander stoßen. Wer kommt heute in größere Nöte? Ist es Schiller? Ist es Goethe? Nun, der Gegner ist für beide widrig, für Johann Wolfgang und für Friedrich. Und wir berichten live davon. Ja, und da beginnt es schon. Und herein, mit bedächtigem Schritt, Wolfgang von Goethe tritt. Und er sieht sich stumm ringsum. Da öffnet sich behend ein zweites Tor. Daraus rennt Friedrich Schiller hervor. Goethe scheint zu erschauern, Schiller scheint noch zu lauern. Jetzt hat er Goethe erschaut und er brüllt laut. Wer? Mann, der hat vielleicht ein Organ, dieser Schiller. Wenn der erst einmal loslegt, sag ich... Wer wagt es? Rettersmann oder knapp, gegen mich macht jeder schlapp. Ich schleuder, gewährt mir die Bitte, diesen Vers euch direkt in die Mitte von eurem verdutzten Gesichte. Und dann nehmt noch diese Gedichte. Und so prügelt Schiller hundsgemein mit 10 Balladen auf Goethe ein. Der merkt, die Absicht ist verstimmt, was Schiller kurz zur Kenntnis nimmt. Dann rammt er ihm den Wallenstein mitten auf den Gallenstein. Oh! Da steht er nun, der arme Tor, und kommt uns schwer getroffen vor. Es scheint fast, als ob unser Held im Innersten zusammenfällt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, hört er schon Schillers Glocke läuten? Wird er, ja, darf er es wagen, zum Geleit auch ihm was vorzutragen? Über allen Gipfeln ist Ruh. Warte nur. Bald ruhst auch du. Ja, so leid schlägt man Goethe nicht. Er rammt den Faust... ihm ins Gesicht. Jetzt reimt er ihm das Hirn zu Brei mit 20 Akten aus Faust 2. Friedrich Schiller keucht und zuckt. Er hat am Gretchen sich verschluckt. Da zückt Goethe Iphigenie. Das ist genau diejenige, mit der er Schiller, dass es kracht, vor aller Welt zur Minna macht. Aber die Minna ist doch von Lessing. Ist doch scheißegal. Dann tritt er ihm noch blitzeschnell in seinen kleinen Wilhelm Tell, oh. Böses Faul. Der Kampf wird härter. Die Leiden des jungen Werther
sind nichts gegen diese Geschichte. Jetzt hagelt es Naturgedichte, das stürmt und donnert, blitzt und kracht. Welch eine wortgewaltige Schlacht, sie reimen, deklamieren, schreien blindwütig aufeinander ein. Ja, beeindruckend, wie diese Recken sich hochpoetisch niederstrecken, wie sie es ganz ohne Waffen nur mit ihren Worten schaffen, den Gegner kurz und klein zu dichten, ihn poetisch zu vernichten. Ja! Wann fällt der Weisheit letzter Schuss? Wann redet hier der erste Stuss? Mir scheint, als wird es Goethe bang. Vor lauter Sturm spürt er einen Drang. Doch auch Schiller spürt ein menschlich Regen. Beide schauen leicht verlegen. Doch keiner gibt den Kampf verloren. Schweiß rinnt schon aus allen Poren. Sie hauen weiter unverfroren. Sich Meisterwerke um die Ohren. Tja, was soll man da noch sagen? Sie kämpfen jetzt seit fast 3 Tagen. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da wird es Zeit, mal umzuschalten. Ja, die Kunst ist lang, die Zeit wird knapp. Ich denke, wir geben erst mal ab. Sapp! Und wie heißt es, wenn der Stier gegen den Torero gewinnt? Musik! Wir haben jetzt ja schon ab und zu erwähnt, also wir sind Siegertypen. Ja, und ich sehe aber doch noch ein paar zweifelnde Gesichter hier im Publikum und sie fragen natürlich völlig zu Recht, was macht uns denn eigentlich zu Siegertypen? Ja, und die Antwort darauf sind vor allem 4 Schlüsselqualifikationen. Ja. Erstens, Teamfähigkeit. Wir beide sind ein Team und diese Tatsache beweist, dass wir teamfähig sind. Ist ja klar, was das heißt. Einfach Teamfähigkeit, da braucht man gar nicht lang fragen. Es bedeutet, ich lasse Harry auch manchmal was sagen. Der zweite wichtige Punkt... Die zweite wichtige Schlüsselqualifikation ist natürlich Empathie. Du bist ganz schön nervös. Was? Ich fühle mich in dich ein. Ja, muss das denn ausgerechnet jetzt hier sein? Ah, jetzt fühle ich Zweifel und Aggression. Und ich fühle bei dir? Ja, ich fühle es schon. Dass du dich in mich einfühlst? Ja, und ich fühle mich ein in dein Einfühlen in mich beim Einfühlen. Nein, ich fühle mich ein in dein Einfühlen in mein Einfühlen in dich. Ja, und ich mich in dich, in mich, in dich, in mich. Und bei dir spüre ich Skepsis. Ja, er ist nicht so heiter. Du fragst dich, wann geht es hier endlich weiter? Ja. Und das ist eine gute Frage. Und die Antwort lautet genau jetzt. Denn jetzt kommen wir zur 3. Schlüsselqualifikation. Kritikfähigkeit. Kritikfähigkeit ist sehr wichtig im Leben. Kritik anzunehmen und Kritik zu geben. Zum Beispiel meine Kritik an dir ist, dass du nicht so richtig kritikfähig bist. Wie, was soll das heißen? Was redest du da? Ich bin ja wohl kritikfähig, ist doch klar. Also zumindest kritikfähiger als du. Also da habe ich eine andere Meinung dazu. Damit die Kritik dann nicht in Gewalt endet, ist es ganz wichtig, dass man Ich-Botschaften sendet. Sagt er... Du bist scheiße! Dann sage ich, nee. Sagt er... Ich finde dich scheiße! Dann ist das okay. Und die letzte Schlüsselqualifikation ist natürlich... Kooperationsfähigkeit. Wir kooperieren. Ich mach dies. Ich mach das. Und dann machen wir es zusammen. Und dann macht das Riesenspaß. Und dann kommt da was bei raus. Und dann sieht das super aus. Und am Schluss mache ich bei Harry noch die Öhrchen einer Maus. Ja, Sie fragen sich jetzt natürlich alle, wie kann auch ich zu so einem Siegertypen werden? Und deswegen haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet. Besuchen Sie unseren Sieger-Workshop. Darin zeigen wir Ihnen, wie Sie zu echten Siegertypen werden können. Erlernen Sie für jede Lebenslage die passende Siegerpose. Stehen Sie morgens auf mit einem Ja! Feiern Sie Ihren Kaffee mit einem Yeah! Begrüßen Sie Ihren Partner mit einem Yes!
und motivieren Sie Ihre Kinder mit einem... Woo! Doch auch für die Arbeitswelt erlernen Sie bei uns die passenden Siegertools. Zeigen Sie Ihren Kollegen und Kunden Ihre Leistungsfähigkeit, wenn Sie zum Beispiel mal wieder erfolgreich etwas ausgedruckt haben, mit dem sogenannten Gauk. Sie werden sofort spüren, wie Ihre natürliche Autorität schlagartig zunimmt. Ja, und auch für den Freizeitbereich haben wir elegante Siegerposen entwickelt. Zum Beispiel für die Herren auf dem Golfplatz. Eingelocht! Ja, oder für die Damen bei einer Kulturveranstaltung. Ah, Justin! Ja, all das und mehr lernen Sie in unserem Sieger-Workshop. Und nun schon einmal ein kleiner Vorgeschmack für Sie zum Mitmachen und mit nach Hause nehmen. Bitte heben Sie nun die Faust der rechten Hand. Ja, damit sind auch Sie hier im Saal gemeint und natürlich auch alle Zuschauer. Einmal die Faust heben. Ja, in der ersten Reihe, das ist das Ding, was da am Arm dran ist. Genau, sehr gut. Und nun einfach den Daumen in die Höhe strecken und langsam vor und zurück bewegen. Und schon haben Sie den sogenannten Schumi-Daumen. Ja. Und als Steigerung gleich noch oben drauf der doppelte Schumi-Daumen. Spüren Sie schon, wie die Siegermentalität sich in Ihnen ausbreitet. Und das ist erst der Anfang. Von hier ist es nicht mehr weit bis zur absoluten Königsdisziplin, dem ekstatischen Jubelschrei. Ja! Also, ja! Zögern Sie nicht länger, sondern rufen Sie uns an und sichern Sie sich einen Platz in unserem Ja, Yeah, Yes, Woo! Sieger-Workshop. Vielen Dank. Und wir werden natürlich auch immer wieder gefragt, dauert das eigentlich lange, so einen Text, so ein Gedicht zu schreiben? Und die Antwort darauf lautet, nö, das geht ganz schnell. Ja, das stimmt. Deswegen wollen wir Sie jetzt einmal an so einem Entstehungsprozess teilhaben lassen. Das heißt, wir werden jetzt spontan einen Text für Sie improvisieren. Und dafür brauchen wir natürlich etwas von Ihnen, und zwar nicht nur ein Wort. Nicht zwei Wörter, sondern einen ganzen Satz. Ja, da ist betretene Stille hier im Raum, das verstehe ich gut. Das ist natürlich schon eine anspruchsvolle Anforderung, gerade in Zeiten, wo ganze Sätze immer seltener benutzt werden. Aber ich bin sicher, der eine oder die andere von Ihnen hat vielleicht im Laufe des Tages schon mal einen Satz benutzt. Und dann könnten Sie uns auch gerne diesen Satz zurufen. Also wir nehmen auch gebrauchte Sätze, wir recyceln die dann sozusagen. Das ist auch total ökologisch. Also rufen Sie uns bitte irgendeinen Satz jetzt zu. Paula, der Kaffee ist alle. Ein sehr schöner Satz, vielen Dank. Das ist schon Poesie. Ja, dann mal einen Applaus für den mutigen Herrn da hinten. Ja, und dann bräuchten wir aber dazu auch noch zwei Wörter. Noch von zwei die anderen. Gar nichts damit zu tun haben. Nein, kann. Bratapfelkuchen. Fußball. Und Fußball. Okay. Also nochmal zusammengefasst. Paula, der Kaffee ist alle. Paula, der Kaffee ist alle. Bratapfelkuchen und Fußball. Okay. Jetzt also viel Spaß bei unserem Text. Paula, der Kaffee ist alle. Paula, du, ich sag nanu, etwas ist los, ja, es ist groß. Ich stehe da mit betretener Miene, vor mir ist eine Maschine, die... Eine Maschine. Mit Zahnrädern, die sich drehen, ja, Winden, die dadurch durchwehen. Auf dem Display kleine Zahlen drinnen, ein Gerät zum Malen. Doch ich sehe der Kaffee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ich stehe hier ganz, ganz, ganz allein und schau in die Maschine rein und sehe nichts, nur Vakuum. Verdammt, das ist doch echt zu dumm. Das wirklich, ja. Das ist ja schlimm. Ich erzürne, ja, bin voller Grimm. Ich bin ganz vor Zorn schon blass. Ich zittere und es ist krass. Ja, ich raste vor Ort aus. Ich rufe laut vor Saus und Braus. Ich rufe es und es hören alle. Paula, der Kaffee ist alle. Paula, der Kaffee
Kaffee ist alle. Was machen wir denn? Ich glaube, du hast einen Knalle. Ich trinke doch den ganzen Tag Kaffee und jetzt weißt du doch, oje, Minoué, du weißt es doch, wie wir uns damals trafen. Ich bin den ganzen Tag immer eingeschlafen ohne Kaffee. Ja, da läuft bei mir nichts überhaupt nicht sein. Da bin ich nicht so fix und ich brauche was dazu. Da muss man nicht lang suchen und zwar ein Stück Bratapfelkuchen. Bratapfelkuchen, das ist, was ich will. Ja, ich habe nämlich die besten Bratapfelkuchen-Skills, ja. Doch ihr seht es ein, ohne Kaffee ist so ein Kuchen nicht so fein. Ich meine, so ein Kuchen, da gehört doch Kaffee dazu. Und deswegen bitte, Paula.